Zeit erzähle ich euch, was ich im Jänner aufgebraucht habe. Und ja, fangen wir direkt einmal an mit den Beauty-Sachen und zum Schluss gehen wir dann zu den Putzmitteln und sowas dazu. Ich habe ja ein Aufbrauchprojekt und da habe ich normalerweise dieses Produkt drinnen gehabt. Aber da ich von denen einen Ausschlag gekriegt habe, habe ich jetzt an das reingeschmissen mir und habe das jetzt dann aufgebraucht. Das ist jetzt ein leer, das ist von Litamin und das riecht extrem gut. Also das ist richtig, boah, das riecht so cool. Also das ist so Limetten und frisch und alles drum und dran. Also ich finde, das riecht wirklich, wirklich sehr gut. Und habe ich auf jeden Fall jetzt aufgebraucht, ist weg und ja, ist vielleicht jetzt kein Winterduft, eher ein Frühlingsduft, aber war richtig, richtig gut. Upsasa. Dann habe ich auch noch aufgebraucht die Nachtcreme von Cien, das war auch noch in diesem Aufbrauchprojekt drinnen. War auch gut, gibt schön Feuchtigkeit, hat gut gepasst jetzt auf meine Haut. Und dann habe ich, wenn wir gerade bei der Haut sind, diese Anti-Stress-Maske da gemacht. Da ist eine Reinigungsmilch und eine Maske von I plus M, ich weiß nicht. Kennt ihr die Marke? Ich habe sie gegoogelt, auf jeden Fall. Das ist halt so eine Biomarke und ich muss sagen, echt, diese Maske ist richtig, richtig gut. Ich habe sie sehr angenehm gefunden, gerade die Reinigung als erster und dann die Maske. Die habe ich dann eigentlich die ganze Nacht oben gehabt. Ich habe sie nur ein bisschen einmassiert, sodass es nicht in mein Bett dann irgendwo drauf pickt, aber die habe ich echt gut gefunden. Schade, dass ich davon keine mehr daran habe. Aber es könnte sein, dass ich vielleicht irgendwann einmal, wenn alles leer ist, bei dieser Firma auch mal bestelle, weil habe ich jetzt nicht schlecht gefunden. Und dann habe ich auch noch das Shampoo aufgebraucht. Genau, das schaut so aus. Und das waren jetzt dann eh schon mal 4 Sachen von Aufbrauchprojekt von letzten Monat. Eine Sache habe ich leider nicht leer gekriegt und zwar kann ich dir direkt einmal zeigen. Und zwar habe ich diesen Lippenstift von 2B2 nicht leer gekriegt. Den sage ich jetzt einfach mal, da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Allerdings habe ich jetzt dann ab dem 15. Jänner ungefähr, wo ich das Video gedreht habe, eine Schnupfnase gehabt und ich wollte jetzt dann keinen Lippenstift drauf tun. Was sind da für Fussel? Ja, weil wenn ich jetzt nicht wirklich dieses Monat aufbrauche, dann stecke ich mich irgendwann einmal später damit an. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert oder ich müsste ein bisschen infizieren und auf das habe ich sowieso keine Lust. Deswegen benutze ich eigentlich, wenn ich krank bin, keine Lippenstifte. So. Und jetzt gehen wir weiter mit den Sachen, die was wir sonst noch aufgebraucht haben, weil das war jetzt das Aufbrauchprojekt. Ich habe einmal diese Zahnbürstenverpackung aufgebraucht, also diese Zahnbürste fertig benutzt, würde ich jetzt einmal fast sagen. Das ist so eine Bio-Zahnbürste oder Bio, klimaneutral, 95 klimaneutral, aus nachwachsenden Rohstoffen, habe ich nicht schlecht gefunden. Ich werde jetzt dann immer ein bisschen schauen, dass ich da ein bisschen nachhaltigere Zahnbürsten auch nehme. Ja. Und deswegen die. Jetzt soll es ja beim Action so eine Holzzahnbürste geben, die würde ich auf jeden Fall auch einmal ausprobieren. Genau, mein Schatz hat von Axe das da aufgebraucht. Keine Ahnung, wie das war. Er riecht eigentlich immer gut, also. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, aber von Icona Milani habe ich diese, oder. Milano habe ich jetzt eine Wimperntusche aussortiert. Die ist halt staubtrocken und sie gibt nichts mehr ab. Sie verklebt die Wimpern nur noch und irgendwie bröselt es dann auf die Augen. Und es steht zwar um, dass die wasserfest ist, aber so wirklich wasserfest ist die auch nicht. Deswegen schmeiße ich die jetzt dann einfach weg. Wird aussortiert sozusagen. Gut. Und jetzt gehen wir mal weiter mit den Putzmittelsachen, die was ich diese Woche aufgebraucht habe. Und zwar ist mal jetzt dann da. Wo habe ich das? Das tut jetzt mal leer gegangen, das erste Mal von Tank mit. Das ist ein Multi-Power-Reiniger, in dem ist jetzt allerdings Wasser drinnen, dass ihr das hört. Ich habe jetzt dann noch ein bisschen Wasser dazu getan, einfach nur um das letzte Putzmittel noch ein bisschen rauszusaugen. Aber jetzt ist nur noch Wasser drinnen und das funktioniert auch gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ist das gegen Kalk, Schmutz, Rost und Seife. Habe ich jetzt dann mit äußerem durchgeputzt, jetzt ist es leider leer geworden. Dann habe ich auch noch meinen Badezimmerreiniger, so diesen normalen da, von Action aufgebraucht. Ja, der ist nicht schlecht, den habe ich sehr, sehr gerne. Und den da habe ich noch gekauft, den Kitchen Cleaner, der ist nämlich auch dieses Monat leer gegangen. Den habe ich jetzt schon noch gekauft und die Dose, die Verpackung habe ich gar nicht von der Küche mit draufgenommen, sondern die habe ich direkt weg in den gelben Sack getan. Aber so einer ist auch leer geworden und wieder nachgekauft natürlich. So. Dann habe ich
Blütenfrische, diesen WC-Duft da reinkaut man, der ist jetzt noch im Klo drinnen. Es ist noch genauso ein bisschen von Anstrengung übrig, weil dann noch wahrscheinlich wieder gleich Nein rein. Und ich zeige euch einmal, was ich reingetan habe. Ich habe jetzt an dieses Monat keine Bio-Variante von Frosch genommen, sondern einfach nur das da. Und die Denk-Mit-Flecken, also das Denk-Mit-Flecken-Salz ist mir auch leer gegangen, habe jetzt dann sehr viel gebraucht. Ja, warum eigentlich? Es ist eigentlich viel dreckig geworden und ich tue das auch, wenn das sehr, sehr verschmutzt ist, ganz gern davon einen Schuss dazu. Aber wenn ich jetzt an diesen Wash, dieses Wash-Iron rein tue, dann kann das sein, wenn das jetzt ein ultimativer Schmutz ist, das Wasser, die Wäsche, dass ich einfach nur einen Löffel davon noch mit reingebe. Aber ich muss sagen, das Wash-Ei allein wascht auch sehr gut. Falls ihr noch wisst, dieses Öko-Wash-Ei, was ich meine, das ist gar nicht so schlecht. So, und jetzt habe ich euch alle Sachen gezeigt, die ich aufgebraucht habe. Ich habe jetzt Wirrwarr alles irgendwo hingestellt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt mit den ganzen Sachen. Das war auf jeden Fall das Jena aufgebraucht und ich werde jetzt dann direkt mal neue Sachen raussuchen für nächstes Monat, was ich nächstes Monat aufbrauchen werde. Also werde es wahrscheinlich morgen dann ein Aufbrauchprojektvideo geben, sofern es hochlaut und sofern sich das ausgeht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, für euch!